Hallo ihr Hübschen, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Vielen lieben Dank für all euren Support unter den letzten Videos. Däumchen ist ein Träumchen, ganz, ganz lieben Dank dafür. Und heute geht es unter anderem in dieser Folge der News um YouTuber, die YouTube und Google verklagen. Es geht um die Nebeneinkünfte von deutschen Politikern. Es geht um die Frage, ob der Mitteldeutsche Rundfunk tatsächlich einen Neonazi in eine Talkshow einladen sollte und darum, ob es wirklich cool ist, dass wir Nutzer in Zukunft auf Instagram bestimmte Posts als Fake identifizieren und melden können. Und außerdem um den nächsten Kampf KSI gegen Logan Paul und den Kampf die Bürger Europas gegen 5G. Naja, alle Timestamps, wann welches Thema genau stattfindet, findet ihr wie immer neben den Quellen in der Videobeschreibung. Schaut da auf jeden Fall mal rein oder genießt einfach die ganze Folge, das wäre mir natürlich am liebsten. Bis dahin müsst ihr nur noch eine Sekunde warten, dann geht's los mit dem ersten Thema und zwar jetzt! Dass die Leute von YouTube wirklich ausgenommen strenge Regeln in ihren AGB haben, vor allem wenn es um irgendwelche kritischen Themen geht, das weiß unter anderem ich, denn nicht umsonst wird bei mir jedes zweite Video demonetarisiert oder ist nicht für alle Werbetreibenden geeignet, so wie sie es heute nennen. Jetzt allerdings stehen einige Creator auf, yay, ich hab's mit einer Geste unterstrichen, und wollen sich in gewisser Form gegen genau diese AGB zur Wehr setzen. Immerhin hat man als Creator, der die Plattform mit Content versorgt, überhaupt keine Möglichkeit, an sich dagegen zu wehren, beziehungsweise irgendwie dafür zu sorgen, dass man direkt im Gespräch mit YouTube vergewissern kann, dass der eigene Content werbegeeignet ist und eine bestimmte Zielgruppe anspricht. An dieser Stelle sei fairer halber gesagt, dass sich YouTube in letzter Zeit viel Mühe gibt. Es gibt mittlerweile wirklich Leute, die genau antworten, Einsprüche werden begründet, wenn ein Video nicht beworben wird, habe ich mittlerweile die Option, dass ich genau weiß, warum nicht. Sogar welche Videostelle wurde mir schon geschrieben, extrem krass. Und dennoch klagen jetzt mehrere amerikanische YouTube Creator gegen den Konzern. Diese sind jetzt gerade gesammelt, allesamt aus der sogenannten LGBTQ+ Community. Das steht übrigens, falls ihr es nicht wissen solltet, für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer und mehr, also plus. Da diese die Ahnung haben, dass YouTube mit diesen immer strenger werdenden AGB ganz gezielt gegen ihren Content, ihren Lifestyle, ihre Videos vorgeht, weil bestimmte Tags wie bisexual oder eben trans oder hast du nicht gesehen, wohl automatisch rausgefiltert werden und damit die Videos absolut nicht mehr möglich zu monetarisieren sind. Einige Creator, die sich dieser Klage angeschlossen haben, berichten beispielsweise, dass ihre Einnahmen nach der Einführung dieser besonders strengen AGB, also ich glaube die letzte Neuerung kam international am Anfang letzten Jahres tatsächlich schon. Nun zurück zum Thema, einige Creator aus den USA berichten halt, dass es seitdem bei ihnen zu Umsatzeinbußen von ungefähr 80% kam und dass mittlerweile ein klares Muster erkennbar wäre, dass eben bestimmte ihre spezielle LGBTQ+ Community betreffenden Tags automatisch rausgefiltert werden. Das Ganze ist natürlich wieder eine extreme Grauzone. Einerseits grenzt das oder schrammt so an der Beschneidung der Meinungsfreiheit ein bisschen vorbei, denn sie dürfen ihre Meinung ja weiterhin frei äußern. Sie dürfen das Video uploaden, das Video bleibt auch online. Das ist überhaupt kein Problem. Aber YouTube ist ein eigener Konzern mit eigenen Regeln und eigenen AGB. Und wenn sie da reinschreiben, dass wir bestimmte Themen einfach nicht monetarisieren, dann ist das kein Einschnitt in die Meinungsfreiheit. Ich stelle mich ja auch nicht hin und mache bei jedem zweiten Video eine Eröffnung mit: Es funktioniert alles nicht mehr, die beschneiden meine Meinung. Nein, das ist falsch. Ich verstoße nur mit einigen Dingen, über die ich hier spreche, seien es Suizidthemen, Terrorismusthemen. Okay, allein, dass ich die Wörter jetzt genannt habe, sorgt wahrscheinlich schon wieder dafür, dass mein Video erstmal demonetarisiert wird, ich einen Einspruch einlegen muss, sich das jemand angucken muss und dann entscheidet, ob es demonetarisiert wird oder eben doch monetarisiert. Leute, das ist ein bürokratischer Aufwand in letzter Zeit, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dennoch, dieses große Tohuwabohu, dieses große Rumnörgeln und Schreien und Heulen von wegen, wir dürfen uns nicht mehr frei äußern. Das ist falsch. Ihr könnt nur mit eurer freien Meinungsäußerung kein Geld mehr verdienen. Das ist was völlig anderes. Dann lasst euch von einem Verlag anstellen und schreibt da eine Kolumne. Aber dass YouTube nun mal am längeren Hebel wirklich sitzt und sagt, ja Moment mal, wenn uns der Content nicht passt und das gegen unsere AGB verstößt, dann wird da halt keine Werbung vorgeschalten. Also ich bin kein Anwalt, beim besten Willen nicht. Aber ich sehe schlechte Chancen für euch, muss ich tatsächlich sagen. Nichtsdestotrotz, meine Frage an euch, sollte man dagegen vorgehen? Sollte YouTube auf jeden Fall, gerade wenn man sich eben viele Kampagnen anguckt von irgendwelchen Kosmetikherstellern und hast du nicht gesehen, die ja genau so eine Zielgruppe erreichen wollen, sollte YouTube das eher fördern oder sagt ihr, ist mir sowieso alles total egal? Das gerne mal in den Kommentaren schreiben, aber ich weiß, das ist ein hitziges Thema. Bleibt bitte fair. Vielen lieben Dank.
Die ganz nebenbei bemerkt absolut fantastische Website abgeordnetenwatch.de, schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei, hat sich in letzter Zeit mal wieder damit beschäftigt, welche Politiker in Deutschland eigentlich wie viel mit ihren Nebenjobs verdienen. Für alle Leute, die sich jetzt darüber grundsätzlich aufregen, die sind doch Politiker, die sollen nicht irgendwie nebenbei noch irgendwas anderes arbeiten, denen möchte ich ganz kurz den Wind aus den Segeln nehmen. Denn gerade beispielsweise in der Lokalpolitik gibt es viele Leute, die kommen aus bestimmten Betrieben einfach in die Politik und können natürlich nicht aufhören, ihren Betrieb weiterzuführen, dort weiterzuarbeiten. Und deswegen allein muss es schon möglich sein, für einen Politiker neben seiner Politikertätigkeit als solcher noch weiter einen anderen Job zu haben. Das ist ein ganz simpler Grund. Und dennoch muss man ganz klar sagen, gibt es da natürlich noch den genau entgegengesetzten Workaround. Nämlich nicht aus einem Betrieb in die Politik wechseln, sondern aufgrund seiner politischen Position Geld verdienen für ein Unternehmen. Oder besser gesagt, durch ein Unternehmen. Das Ganze passiert in Deutschland immer wieder durch irgendwelche Vortragshonorare oder zumindest wird es oftmals auf der Rechnung so genannt. Vor allem aber, und dafür muss man sich nicht mal die Scheuklappen abnehmen, denn das ist direkt in plain sight erkennbar, besonders häufig auch durch Lobbyismus. Es gibt Dutzende, unzählige Lobbyisten, die durch die Räumlichkeiten und Ämter unserer Politiker streunen und versuchen, ihre Interessen bei der nächsten Gesetzesgebung politisch zu platzieren. Genau deshalb kommt es zum Beispiel auch dazu, dass ein gewisser Sebastian Brehm, das sind jetzt hier nur ein paar Auszüge, von der CDU neben seinem Politikerdasein im Jahr noch knapp 1,4 Millionen Euro nebenbei verdient. Das ist übrigens eine Summe, wo mein Dad immer sagt, Schlosser und Schweißermeister übrigens gelernter, das ist eine Summe Geld, die ist mit ehrlicher Arbeit nicht zu verdienen. Und was soll ich sagen? Recht hat er. Auf Platz 2 ist übrigens auch von der CDU der gute alte Hans-Georg von der Marwitz. Typ, von dem ich noch nie gehört habe. Aber ein bisschen eifersüchtig bin ich schon. Verdient immerhin weit über 1,2 Millionen Euro im Jahr noch dazu, neben seinem Politikerdasein. Aber auch jemand von der wahnsinnig volksnahen Volkspartei AfD, die ja allesamt nur zum Volk gehören, zum ganz einfachen Volk. Somit haben an dieser Stelle auch wieder alle AfD-Anhänger das Video verlassen und einen Daumen runter gegeben. Das wird wieder eins von den Videos mit besonders vielen Daumen runter. Danke dafür. Ihr könntet an dieser Stelle übrigens auch mal einen Daumen hoch geben, um das zu kontern. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, der gute Enrico Komning von der AfD verdient nebenher auch mal ganz entspannte 760.000 Euro und ein paar zerquetschte neben seiner Tätigkeit bei der Partei. Wenn ihr euch dafür noch spezieller und detaillierter interessiert, dann schaut euch auf jeden Fall den Artikel an, den ich dazu verlinkt habe. Der wiederum hat natürlich auch Abgeordnetenwatch verlinkt. Auf jeden Fall da gerne mal vorbeischauen. Das sind gute Jungs und Mädels, die da arbeiten. Meine Frage aber jetzt an euch natürlich. Sollten Politiker in Deutschland, die ja eigentlich, und das ist nur meine persönliche Meinung, mit dem Begriff Politik einen Fulltime-Job verbinden sollten, noch die Möglichkeit haben, so wahnsinnig viel Geld nebenher zu verdienen? Das könnt ihr da natürlich mal abstimmen oder in den Kommentaren diskutieren. Auch hier gilt wie immer, wer ficken will, muss freundlich sein. Also, ne? Ihr wisst Bescheid. Warum sage ich so Sachen? Gott. Ich möchte das Thema jetzt mal so neutral wie möglich beginnen und durchleuchten und bin dann besonders auf eure Meinung gespannt. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat in einer Talkshow einen bekannten und nicht uneinflussreichen Neonazi eingeladen und dafür ist man heftig kritisiert worden seitens des MDR. Und wie immer stand die Frage im Raum, wie kann man das denn machen? Wie kann man solchen Leuten eine Bühne bieten? Und meine ganz persönliche Meinung dazu, die ich hier nur einstreuen möchte, um quasi euch dann die Möglichkeit zu geben, das hier als Diskussionsforum zu nutzen. Ich glaube nämlich, dass das kurz vor Eskalation enden könnte, aber ihr schon auch smart genug seid, darüber vernünftig zu reden. Wie dem auch sei, meine Meinung dazu ist doch, auch solche Leute müssen eingeladen werden. Auch solche Leute müssen vorgeführt werden, in Anführungsstrichen, müssen in eine Talkshow, um zu Wort zu kommen, sich vielleicht sogar selbst zu demontieren oder aber mit ihrer Stellung zumindest so weit hausieren zu gehen, dass andere Leute da sind. Immerhin dafür ist es ja eine Talkrunde, um dann dagegen zu sprechen, dass eben genau dieser Diskurs stattfindet, dass eben genau darüber gesprochen wird. Und es hat nichts damit zu tun, irgendjemandem eine Bühne zu bieten. Man kann Themen nicht gewaltsam wegignorieren, vor allem nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat den Auftrag, die, ich sage jetzt mal ganz blöde, salopp und ein bisschen zugespitzt, Bevölkerung zu repräsentieren. Und wir haben eine Bevölkerung innerhalb Europas, innerhalb Deutschlands, die politisch sehr konservativ und zum Teil sehr rechts eingestellt ist. Und auch solche Leute brauchen, naja,
brauchen in Anführungsstrichen Vertreter. Also, ne, dass niemand so Menschen braucht, sei es dahingestellt. Das war wieder ein persönlicher Einwand. Und trotzdem muss es diese Diskussion geben. Denn nicht umsonst kommt immer wieder in den sozialen Netzwerken auf, ja, das wird ja alles unterdrückt, was man sagt, und man darf ja nichts mehr sagen, und das wird alles zensiert. Genau aus solchen Gründen, dass jetzt schon wieder der Spiegel, die Welt, die Zeit und Co. schreiben, ja, den hätte man aber nicht einladen sollen. Oder? Und ich sag doch, und dann lass die Leute reden, lass die Leute diskutieren, lass die Leute das zugucken und lass die Leute ihren eigenen Konsens daraus ziehen und sich dem anschließen, der für sie die schlüssigeren, sinnigeren Argumente geliefert hat. Was hoffentlich nicht der Nazi war. Aber auch das ist eine persönliche Meinung. Eine persönliche politische Agenda, die aber nicht vom Rundfunkstaatsfernsehen-Gedöns getragen werden sollte und nur in eine Richtung gelenkt werden sollte, dass die natürlich auch einen politischen Auftrag haben, der besagt, dass sie womöglich nicht irgendwie jetzt Unfrieden streuen in Deutschland. Das ist ganz klar. Aber eine verbale Auseinandersetzung mit einem Neonazi hinterher zu verurteilen, weil der mal in eine Talkshow eingeladen wurde, das finde ich wiederum nicht in Ordnung. Vielleicht sehe ich das aber auch völlig falsch. Ne? Deswegen dazu auf jeden Fall gerne euren Senf in die Kommentare. Aber auch hier gilt, und ich betone das gerne, und ich bin wirklich stolz auf euch, weil ich fand, die Kommentare unter den letzten Videos waren zum absoluten, überwiegenden Großteil, absolut großartig und absolut dem Verhältnis entsprechend top. Deswegen kleiner doppelter Slow Clap nochmal für euch und bitte heute auch bei so einem hitzigen Thema genauso weitermachen. Denn nur mit einer vernünftigen Gesprächskultur, mit einer vernünftigen Auseinandersetzung zu verschiedenen Themen kommen wir in diesem Land wirklich noch weiter. Alles andere ist Quatsch, dann fangen wir an, uns wieder gegenseitig irgendwie mit Steinen zu beschmeißen und zu kloppen. Na ja gut, andererseits, dann ist es halt so. So, Freunde, kommen wir nach dieser schweren Kost noch zu drei kurzen Themen, die ich euch gerne näher bringen möchte. Denn einerseits haben wir als Instagram-Nutzer, also jeder von uns, in Zukunft die Möglichkeit, bestimmte Posts als Fake oder Fake News zu identifizieren, diese zu melden. Und wenn das genug Leute gemacht haben, dann werden die wahrscheinlich auch offline genommen. Ob man das gut findet oder schlecht findet, inwiefern da noch manuell tatsächlich geprüft wird, das werden wir sehen. Prinzipiell finde ich das Nutzen der Schwarmintelligenz, also der vielen Nutzer, die dann online sind und eine Plattform verwenden, immer wirklich clever, wenn es darum geht, ich sag mal, eindeutig zu identifizierenden Bullshit aus dem Internet rauszunehmen. Zumal das auch dazu dient, beispielsweise Inhalte rauszunehmen, die jemanden bloßstellen oder mobben, denn darauf wird in Zukunft bei Instagram wohl auch genauer geschaut, was ich persönlich sehr löblich finde. Was ich, nebenbei bemerkt, weniger löblich fand, war der erste Fight der YouTuber KSI und einem der Paul-Brüder. Ah ja, Logan Paul. Das ganze Ding ging ja damals unentschieden aus. Wer hätte das gedacht? Ich. Und soll jetzt tatsächlich in die zweite Runde. Es wird noch größer, es wird noch teurer, es wird noch spektakulärer. Aber vielleicht planen sie ja nicht einen peinlichen dritten Auftritt und hauen sich diesmal wirklich zumindest in einer Art und Weise, die am Ende ganz klar einen Sieger dastehen lässt. Ich persönlich würde mich freuen, wenn der eine den anderen vielleicht mal umholzt, denn beide sind keine Sympathisanten und wenn die sich beide gegenseitig auf die Mütze hauen, dann bin ich der Erste, der sagt, jo, das gucke ich mir an. Das finde ich gut. Muss ich wirklich sagen, ich bin dabei, ich nehme den Hype mit, ich möchte das gerne sehen. Aber ich möchte nicht so ein Theaterspiel wie letztes Jahr, wo am Ende beide dastehen und dann heißt es, it's a draw, because then we can sell much more tickets for the second fight. Weil das war so echt so ein bisschen peinlich, muss ich wirklich sagen. Zumal das vorher auf Social Media schon so viel besprochen wurde, dass genau das passieren wird. Aber wer weiß, Logan Paul gegen KSI, Runde 2. Schaut ihr euch das an? Seid ihr dabei? Ja oder nein? Eine Frage übrigens auch, die man beim Thema 5G stellen kann. Denn gegen die neue 5G-Technologie, die nebenbei bemerkt, aus dem mobilen Netz, zumindest wenn man in der Nähe von einem 5G-Funkmast ist, Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 850
Mbit zulässt. Tja, und obwohl das für alle uns Internet- und Geschwindigkeits-Nerds natürlich eine absolut grandiose Nachricht ist, finden sich immer wieder Leute, die genau dagegen vorgehen. 5G-Strahlung wäre wahnsinnig schädlich, es ist eine viel zu hohe Belastung für den menschlichen Organismus. All das nebenbei bemerkt, ohne eindeutige wissenschaftliche Erkenntnisse, ob diese Strahlung tatsächlich schädlich ist, aber fairer halber sei gesagt, auch ohne Langzeitstudien, ob diese Strahlung eventuell nicht oder wirklich nicht, besser gesagt, schädlich ist. Da stehen halt zwei Leute gerade im Raum, die aufgrund von verschiedenen hanebüchenden Behauptungen gegeneinander argumentieren, sich streiten und fetzen und trotzdem, bringen wir es mal auf den Punkt, den Kampf gegen die Konzerne verlieren werden, denn 5G wird kommen und ich muss ganz ehrlich sagen, werde es nutzen, ich werde mich darauf freuen, ich hoffe, dass es im brandenburgischen Raum auch ankommt, denn alles, was da unterirdisch an Leitungen verlegt ist, ist einfach ein Witz, mit dem ich als Selbstständiger in meiner Berufssparte nicht arbeiten kann vernünftig. Aber das ist auch wieder nur ein kleiner Anstoß für eure Diskussion. 5G, ja oder nein? Werdet ihr es nutzen? Habt ihr Angst davor? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Ich bin gespannt. In dieser Folge gab es wahnsinnig viele Themen, über die diskutiert werden kann. Ich freue mich unheimlich auf eure Kommentare. Vielen lieben Dank für all euren Support, für das Weiterleiten und Verbreiten des Videos. Ein Däumchen ist ein Träumchen, habe ich am Anfang vom Video schon gesagt. Daran liegen, dass diese Frau Hane... Da ging gerade mein Handy los. Aber an dieser Stelle wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag, ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche auf der Gamescom, wenn ihr da seid. Wenn ihr bis dahin nicht genug kriegen könnt von meiner wunderschönen Stimme. Kleiner Spaß am Rande. Gestern kam ein neuer Podcast. Morgen kommt ein neuer Podcast, also am Samstag. Und es kommt eine neue Folge Copy and Taste. Nämlich heute. Oder wenn das Video bis dahin noch nicht fertig geschnitten ist, gestern. Auf jeden Fall könnt ihr mal auf den Flip-Floyd-Kanal gehen. Ein Umami-Burger, auch ganz fantastisch. Also bis dahin, wir sehen uns in Köln auf der Gamescom oder einfach hier im Video am nächsten Dienstag wieder. Macht's nicht gut, macht's besser. Traumhaften Tag euch noch. Jetzt ein fettes Community-High-Five in 3, 2, 1. Bam! Wie cool es eigentlich ist, dass wir als Benutzer in Zukunft Es geht um die Frage, wie cool... Genau. Es geht um die Frage, um... Dass YouTube wirklich ausgenommen strenge Regeln hat und... Jetzt allerdings... Und wollen sich in gewisser... Gibt es da natürlich auch den, ich sag mal, wie sagt man denn am dümmsten dazu? Bin ich blöd? Bisschen schon, mir fällt's nicht ein. Den. Tja, und obwohl das für alle uns Geschwindigkeits- und Internet-Nerds all das nebenbemerkt, genau.